Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem schönen Frankreich. Im Hintergrund seht ihr das Wettkampfgewässer, denn heute ist Bellyboat-Turnier angesagt. Ich bin nicht alleine, sondern ich habe natürlich mein Kompagnons hier mit am Start. Der gute Flo. Guten Tag. Kennt ihr noch? Flo, vielleicht ein kurzes Interview an der Stelle. Ja? Ja. Fühlen Sie sich vorbereitet? Das soll ja. Das Mikrofon darstellen. Ist hier schon. Ach so, das ist, ach so. Alles gut. Ach so. Es ist noch früh am Morgen, ihr müsst wissen. Ja. Bist du vorbereitet, ja? Ich denke schon. Ausgeschlafen? Nein. Nein. Schau nicht, nach ja. der Spinnrunde, ja. Nein. Gestern war ein langer Tag. Ja, aber hilft alles nichts. Ich habe gerade eben schon lustigerweise Leute getroffen, die ich kenne, die ich schon mal auf anderen deutschen Altreinen getroffen habe. Schweizer Jungs. Aber gut, wir sind ja bekannt. Wir sind ja, brauchen wir nichts zu sagen, ist ja ganz klar. Da unten wird aufgebaut, die Bellyboote. Gehe ich gleich mal hin, sind schon zum Großteil im Wasser. Um 8 ist Startschuss. Und dann geht's los. Und dann, ja, also Treppchen muss hier drin sein. Also ich gehe auf Sieg. Wir haben die Walkie-Talkies dabei. Hast du die dabei? Jawohl. Das heißt, der Funkspruch wird sich ein wenig ändern in Bezug auf mein neues Kampfgewicht. Nur, dass du schon mal Bescheid wisst. So, wir bauen jetzt den ganzen Schiss auf. Das sind die Schweizer. Wing Dumo. Geiler Typ. Habt aber heute keine Chance, ne? Ah ja. Du kannst noch so viel Bildschirme auf deinem Bellyboot haben. Sein Bellyboot besteht quasi aus Bildschirmen. Er sitzt eingebettet in Bildschirm. Brauche ich brauche nur einen. So, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen das Teilnehmerfeld interviewen. Ja. Ja, bei euch Jungs, seid ihr vorbereitet, ja? Ja, absolut. Sehr schön. Ja, einer von uns muss den Pokal. Gibt es Pokal? Gutes Bellyboot. Ah, ist das der erste Platz, das Bellyboot? Genau. Okay, gut. Noch was zu den Regeln. Jeder Zentimeter eines gefangenen Fisch, Art egal. Ein Punkt. Ja. Ja, es gibt Mindestmaße, die müssen eingehalten werden. Ja. Und dann pro Zentimeter ein Punkt. Mhm. Wenn der Mindestmaß erreicht ist, ja. Dann gibt es noch Zusatzpunkte ab einer gewissen Größe. Okay. Bei Hecht, Sander, Wels. Ja. Ja, und einfach nicht bescheißen. Na gut, okay. Ich hab keine Setzkescher mit Fisch nein, dabei. Nein, das ist schon. Wäre aber Idee. Ja, nee. Ich fange zwei Bollemänner und dann ist der Käse gegessen. Genau. Das ist mein Plan, mein Gameplan. Jeder muss ja taktisch irgendwo agieren. Ist so, ist so. Und ich fange so, einfach ja. zwei Bollemänner. Ja. Ja, schön. Gleich geht's los. Genau. Und dann hauen wir ihn raus, oder? Richtig. Jungs, drück euch die Daumen, gell? Danke. Gleichfalls. Danke. Flo, dir drück ich nicht die Daumen. Danke. Bitte. Die Meute bereitet sich vor. Ach ja, kleine Info noch. Sollte ich einen Fisch fangen, mache ich hier im Kate Winslet Titanic Style den Drillerpfeifenmann. Und dann kommen die vorbei, dann wird dein Fang gemessen und ja, dann geht's weiter. Hoffen wir mal, dass ich heute oft pfeife. Jetzt gibt's ja noch Ansagen auf Französisch für unsere französischen Mitangler. Jeder Fisch ab 20 cm zählt. Genau, jeder Fisch ab 20 cm fehlt. Da ist eine Reserve. Du, die alle, ja? Geht los! Geht los! So, Freunde, der Wettkampf hat begonnen. Das Teilnehmerfeld macht sich auf die Suche. Alle Systeme startbereit. Ja, und mein Ziel ist jetzt hier, wir haben jetzt 8 Uhr, in den Morgenstunden auf jeden Fall einen Bollemann zu verhaften. Das ist mein Ziel. Schauen wir mal, drückt mir die Daumen. Jetzt in die Kommentare schreiben. Matt Martic, go! So, jetzt der erste Wels hier auf dem Bildschirm. Schwimmt natürlich weg. Was auch sonst. Er ist nicht schnell, aber ich muss einmal drehen. Dicke, kannst du mal pfeifen da vorne, dass die hinterkommen sollen? Der Michael hat einen Zander. Ah, you haven't seen him yet? No. This is not a Zander, man, if you're fighting that long. Ja, I've catched a pike. Oh, good one. Should I net it? Ja, please. Michael hat einen fetten Hecht gefangen, fährt gerade an mir vorbei, jawohl! Apache! Michael, check this! Und das ist eins. Oh, Meter, hä? 95? Ja. Ja. There you go. Ah, it's my net, so it's my fish, Michael.
If you touch it, it's yours. Yeah. Okay. Now you did. Nice. Oh, it's over a meter, I think. Is the boat coming? Because I was whistling twice. I don't know. Here is a good fish. A really good fish, man. Yeah, here, 10 meters. Here, it's a good fish. Ah, yeah. Fish just see it. Oh yeah. You can have my net if you catch him. Großer Rapfen am Rauben da vorne. Ah, komm schon. Komm schon. Ah, ich bin voll on fire. Come on. Meterhecht steht unter dem Köder. Rapfenrauben vor mir. Bisher kein Glück. Weitermachen, Freunde. Der Michael, der Chef von Float Plus, hat auf jeden Fall gerade mal einen fetten Meterhecht vorgelegt, den ich gecachert habe. Ihr habt es gesehen. Ach ja, so, ich muss jetzt einen Fisch fangen. Was ist das, Alter? Das sind zwei riesige Hechte. Leute, das sind einfach zwei Monsterhechte. Ich habe noch nie so große Hechte gesehen. 1,20 Meter, 1,30 Meter, das ist ja unglaublich. Ich probiere die jetzt irgendwie mal anzuangeln. Das sind ja, also, ich habe noch nie so große Hechte. Was ist das? Ich weiß nicht, ob ihr es gleich seht. Kommt jetzt gleich hier rein. Ey, das sind ja Boote, Alter. Was sind das für Fische? Oder sind das Graskarpfen? Boah. Na ja, probieren wir mal einen anzuangeln. Also ich tauche schon ab. Alter, das sind ja Riesenfische. Was ist das? Alter, krass. Probier das jetzt mal anzuangeln hier. Sie schwimmen aber so schnell umher, ich krieg nicht den Köder vors Maul. So eine Scheiße. Also wenn das ein Hecht ist, haben die 1,30 Meter. Also aber vorneweg. Absolute Maschinenfische sind das da. Brutal. Krieg sie nicht angeangelt. Jetzt wird er so ein Riesenhecht von, weiß ich nicht, 1,20 Meter. Ist das ein Bollermann. Mal gucken, ob der reagiert. Das wäre natürlich krass. Gleich bin ich über dem Köder. Reagiert gar nicht. Schwimmt natürlich wieder sofort weg. Alter, brutal. Ja, kurzes Update. Wir sind jetzt mittlerweile eine Stunde hier am Angeln. Einen Wels habe ich gesehen, 1,50 Meter. Und einen Meter Hecht hatte ich, ja, 2 Minuten unter dem Köder stehen. Ja, jetzt fängt es übertrieben an zu winden. Das ist erst der Anfang. Ist natürlich wieder perfekt. Zum Pelagen ist Wind natürlich absolut tödlich. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Naja, trotzdem nicht verzagen, Matt Martich fragen. Mal gucken, ob was geht. Aber man sieht auch wirklich wenig Fische. Es ist also... Naja, schauen wir mal. Wir brauchen ja nur den einen Bollermann. Ja. Hab ihn. Hab ihn. Jawohl. Nein, ist ab. Oh, doch nicht. Fuck. Fuck. Hab ihn. Flo, hörst du mich? So, Leute. Matt Martich, sorry. Ich bin noch, komm noch überhaupt nicht klar. Oh. Kein schlechter Fisch. Muss gerade mal Flo anrufen, dass die Schiedsrichter irgendwann holen, wenn ich den rauskrieg.
Ja, Leute, sorry. Ich bin hier am Drillen, am Trillerpfeifen, probieren am zu telefonieren. Ja, nachdem ich 10 Fische am Köder habe, endlich einer eingestiegen. Schöner Fisch. Jetzt sieht man es hier schön. Kommen die jetzt mal hier. Übrigens auf dem Kettlur, will ich ganz kurz mal sagen. Auf dem Kettlur in Feierteige, der hat mir schon viele schöne Fische gebracht. Leute, ich weiß, ihr wollt mich ausrasten sehen. Unten ist gerade noch ein zweiter Wels. So, jetzt kommt er hoch. Schauen wir uns das Gerät einmal an. Da kommt er. Schöner Fisch. Sauber, Alter. Ich hatte aber auch wirklich viele Fische am Köder gehabt, die nicht wollten. Oh, der hängt sauber in der Mitte. Schön. Oh, das sind doch wichtige Punkte, Freunde. So, schauen wir mal, ob wir da landen können. Ja, ja. Danke. Hab ihn. Jawohl. Kettlur hat gegriffen. Schön, wie es sein soll. Geiler Köder, kann ich jedem ans Herz legen. Hat mir schon wirklich viele Fische gebracht. Ich habe heute auch ein paar andere Köder gefischt. Unseren Savage Gear Monsters Luck. Da habe ich keine Aktion drauf bekommen und habe 3 Fische am Köder. Jetzt habe ich die Kette nur drauf und boom! Which side? Na, so. So ist gut. Das ist das Messteam. Jetzt wird ihr mein Fang vermessen und dann gibt es dafür Punkte. You have him? Ja, okay, pull him in the boat. Jawohl, da ist das Ding. Ach Gott, not even 150. 130, hä? 131. Okay, perfect, guys. So, Freunde, da ist der Fisch. Er war dann doch. Entschuldigung, ja, gut. Er war dann doch um einiges kleiner als gedacht. Aber schöne Fisch, die machen Spaß an der Route und der geht jetzt wieder zurück. Wir sind in Frankreich, also 1,30. Mach's gut. Go away, go away. I'm on 2 meter 40 fish. 2,30. Yeah, almost. I'm not sure if it was a bite, but I touched him. So, jetzt ist Pause. Alle essen hier ihr Bratwurst. Auch sehr gute Flo Kolb. Ja, Flo, wie lief es denn eigentlich bisher bei dir so? Relativ bescheiden. Okay, danke für das Gespräch. Ne? Wir sehen uns da. Wollen wir gar nicht drüber reden. Ja, ich habe leider noch einen ganz großen Fisch am Ende nicht gekriegt. Das war eine knappe Nummer, aber den hole ich mir noch. Ich weiß, wo er steht. Ich habe den markiert. Mm. Also das fahr mir bloß nicht hinterher. Wagt dich. Also Michael ist der Chef von Float Plus. Also Float Plus Systeme, wie ihr seht, man sieht keinen E-Motor hinten oder vorne. Der ist nur unten dran geslidet und von der Manövrierfähigkeit gibt es nichts Besseres. Korrekt? Korrekt. Korrekt. So, und Michael und ich haben eine Wette laufen. Wenn ich einen 2-Meter-Fisch fange, gehe ich mit seinen Badeshorts. Er hat rosane Rehe drauf. Sehr gute. Ja. Sehr gute. Genau. Wenn ich einen 2-Meter-Fisch fange, gehe ich damit schwimmen. Fange ich einen 2,50 Meter Fisch, darf ich sie behalten. Korrekt? Korrekt. Now it's all on cam, Michael. It's There's no way out. No way out. Ja. So, wir gehen jetzt angeln. Die Jungs fahren mir jetzt natürlich hinterher. Klar, ich habe in der ersten Hälfte schon vorgelegt. Ist ja logisch. Dann hast du immer Leute, die wollen probieren, dir nachzueifern. Das ist ja ganz normal. Sag ich auch gar nichts. Ich kenne sie ja, klar. Die wollen ja auch nur einen Fisch fangen. Und die probieren sich halt an, mir hochzuziehen. Gut. 2 Fische ist auf dem Gerät. 3. Ja, 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 ja. Ja. Fisch, Jungs, Fisch, Fisch, Fisch. Kein Bombe, aber es geht hier gerade um Wertung. Es geht um Punkte. Fisch! Mega geil. Mega geil. Matt Madic, er schlägt zu. Erstmal fange ich den und dann rufe ich die Kontrolle. Oh, schön. Kettlur, 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 Kettlur. Er läuft und läuft und bringt Fisch am laufenden Band. Unglaublich. Unglaublich. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Kein großer, aber ist egal. Ja,
letzten Meter hatte, ist mir gerade egal. Ist mir gerade egal. Oh, wieder back im Game. Das waren gerade 106 wichtige Punkte. Ich glaube, mit zwei Wallern sieht das aktuell gar nicht schlecht aus. Ja, meine Taktik zu klopfen, um im Kettlur zu fangen, geht einfach super auf. Also hätte ich nicht für möglich gehalten. Saugeil. Also klopfen mit Kettlur, check. Ich hatte gerade den Sieg an der Route. 1,50 Meter Fehlbiss. Kam bis ganz rauf. Meine Fresse. Tja, Leute, das war's. 5 Uhr. Ende Gelände. Tja. Was ihr nicht noch sehen konntet, weil mit der Sonne auf dem Display sieht man eh nichts. Ich hatte einen Fehlbiss von 1,50 Meter. Das wäre 100% der Siegfisch gewesen. Und gerade eben innerhalb der letzten 10 Minuten hatte ich zweimal, das war der gleiche Fisch, den bin ich hinterher. Geschätzt zwischen 2,30 und 2,50, richtiger Bollermann, stand zweimal unter dem Kettlure. Alter, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, aber er hat ihn nicht genommen, was soll ich sagen. Aber der hat auch richtig aufs Klopfen reagiert, der ist direkt angeschossen gekommen, also war schon eine krasse Dumme. So, jetzt geht's zurück, Siegerehrung. Wie gesagt, also war heute schwierig, sehr windig, die Fische sehr zickig. Glaub aber trotzdem nicht, dass meine beiden kleinen Wälse gereicht haben. Ich denke fürs Treppchen ja, aber erster Platz nicht. Aber wir werden sehen. Da mein Akku leer ist, werde ich jetzt hier auch noch abgeschleppt. Läuft beim Matt Martic. Und Abfahrt. Vielen Dank, das Team. Siegero. Da waren heute 10 Leute, haben Fisch gefangen, 10 habe ich gefangen. Also Platz Nummer 3 mit 150 Punkten. Feger, David. Einfach die Bellyboot von alle gehabt. Ne? Keine Technik, kein Echelot, nichts. Das nur am Rande. Jetzt kommen wir auf Platz 2. 152 Punkte. Lambrecht, Michael. Hat es gereicht. Ja, muss aber bei Naturama in Hagenau. Platz 1. Der Sieger. Der Winner. Der 237 Punkte. Das ist 37 Points. Magic Nico. Jawohl. Jawohl. Also Freunde, das war's. Sven, komm doch mal beide jetzt. Er war einer der wenigen, also von 20 Leuten habt ihr gehört, 10 haben nichts gefangen. Sven gehört dazu, aber du musst dich dafür wirklich nicht schämen. Das muss man auch einfach mal sagen an der Stelle. Ja, das ist was ganz Normales. Klar, ich habe das Turnier auf Ansage gewonnen. Austrainiert, ich muss nochmal darauf hinweisen. Ja, bin ja der Matt Martic, klar. Fische, Boot, springen automatisch. Und, ja. Automatisch. Automatisch. Ja. Nee, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Liken, kommentieren. Kanal. Abonnieren. Mein Gott. Meine Insta-Minster, Matt Martic, ich bin raus. Oh, Matt Martic, ich lieg zu von morgens bis abends.